Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladum zu einem neuen Part. Luigi's Mansion 2 mit dem Zwergenfürst. Heute soll es wieder in die Gruselvilla gehen, zur A5 Mitternachtsputz, okay, so, dürfte auch bald der Uhrzeit entsprechen, wenn ich das aufnehme, ja, auf geht's. Etwas Unerwartetes und Unhygienisches hat sich in der Gruselvilla zugetragen, alles ist voller Spinnen und von lauter Netzen. Kann man sich nicht mehr an die eigene Nase fassen. Die Sache ging ruckzuck, keine Frage. Da steckt ganz klar irgendein Spuk dahinter. Wenn es so weitergeht, können wir demnächst keinen Fuß mehr in das Gemäuer setzen. Du musst flink zur Wälder hinein und jedes einzelne Netz mit dem Schrägweg 0915 aufsaugen. Ich finde derweil heraus, was es mit dieser Spinnerei auf sich hat. Ich wuchsel dich dann mal. Und wir werden gewuchselt. Da geht's auf. In die Villa zurück. Dem Luigi muss doch langsam mal schwummerig werden vom dauernden Wuchseln hier. Tele Wuchseln. Dem muss doch schon der Magen auf links stehen hier. Entferne die Spinnennetze. Na dann, schauen wir mal. Hier sehe ich schon ein Spinnennetz. Saugen wir das direkt mal ein. Huha! Da haut der direkt drauf. Oha, da kommen die ganzen Spinnen hier. Da darf man hier keine Spinnenangst haben. Ja. Sollte man schon angstfrei sein. Wenn man hier diese Mission angeht. Sollte man vor allem keine Angst vor Spinnen haben. Also ein bisschen Angst kann man ja haben, das ist immer gesund. Ein bisschen Angst ist immer gesund, aber vor Spinnen sollte man das nicht haben hier in diesem Quest hier. Oha, da greift sie uns von hinten an. Sind aggressiv, diese Spinnen. Und da haben wir schon die ersten Spinnennetze entfernt. Ja, und weiter geht's, oder was? Noch mehr Spinnennetze für mich? Oder was? Ja, ich würde mal sagen, gehen wir hier hoch. Folgen wir der Karte. Halt, warte. Und da ist noch irgendwo was anderes. Wir müssen hier entlang. Jeden einzelnen Raum hier von Spinnennetzen befreien. Ja, hier geht's schon mal los, ja. Okay, ein ganzes Ei hier. Was soll ich damit machen? Rausschupfen und schubsen oder was? So einfach riecht hier nicht weg. Das sind schon etwas schwerere Sachen hier. Kannst du mir verraten, wie ich das mache hier? Kann ich dort irgendwie durchfeuern? Könnte ich mir vorstellen, dass das so geht. Das wäre eine Möglichkeit. Dass man es irgendwie ansaugt hier, das Spinnennetz. Wie sagt so, dass man das hier ansaugt, das Spinnennetz? Dass man das dann so durchwirft. Ja, oder auch nicht. Im Atelier ist relativ wenig los. Joa, wir müssen die Spinnenweben wegkriegen. Ja, hat jemand einen Plan wie? Ich nehme mal erstmal das Spinnennetz hier mit, den Ball hier. Kann ich gar nicht. Wirklich, was soll ich damit? Ja, gehen wir erstmal in andere Räume oder was?
gibt bestimmt auch irgendwo anders leichtere Quests, leichtere Spinnenweben. Und ja, dann löst sich das mit Sicherheit von selbst. Kriegen wir das bestimmt bald gesagt vom Professor Igitt, wie wir das machen können. Ja, das ist hier tatsächlich gerade sehr Igitt. Igitt trifft es hier relativ gut. Oha! Ist da eine Kerze umgefallen? Spinnen von oben! Huha! Arachnophobia! Uah. Zieh dich rein! Saug dich! Saug ich dich! Na komm! Dich auch noch! Okay, das sollte ich wohl ein bisschen weiter ziehen. Die Spinnen greifen an. Okay, sehr zäh, dieser Faden. Sehr, sehr zäh. Was tun? Okay, der Teppich geht nicht weiter. Das Loch hat das uns irgendwas zu sagen. Vielleicht gehen wir erstmal hier rein, da soll es auch Spinnennetze geben. Im Saloon. Da machen wir ja noch gar nicht. Und die Spinnennetze entfernen. Erstmal die kleineren, dann die größeren. Na komm. Saug ein. Saug die Spinne. Oha. Da kommt was von der Decke. Okay. Ich weiß nicht, wie relevant das für das Abenteuer hier ist. Und können wir vielleicht erstmal die Spinnen hier enden? Nee, können wir schon mal nicht. Passiert hier irgendwas? Relativ wenig passiert hier. Ich bin jetzt von der Decke erziehen. Ja, nice. Ja, ich komme mir ein bisschen seltsam vor hier. Ich komme mir ein bisschen doof vor mit meiner Aufgabe. Vor allem, wenn mir niemand sagt, was ich tun soll hier. Soll ich das hier loslassen? Soll ich irgendwas damit machen? Soll ich irgendwie... Soll ich eine Quest damit erfüllen? Internets, Internets. Was sagst du mir? Eine Komplettlösung. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen geschummelt, aber... Ich versuch's mal so hier. Versuch mal... Feuer war schon richtig, ja. Spinnenwebe an die Feuer zu bringen. An die Feuer ist genau richtig. Ja, und da seht ihr schon einen spektakulären Brand hier. Boah, nice. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich das jetzt so machen könnte hier? Das in Brand stecken und... schnell vorwärts, Luigi. Schnell vorwärts, bevor du selbst abbrennst. Und das jetzt hier reinwerfen. Ja, genau so. Nice. Das wäre doch nice. Jetzt habe ich hier eine brennende Fackel. Das ist doch praktisch. Und scheint auch nicht wirklich auszugehen. Scheint es noch zu funktionieren. Aber da kann ich nicht durch Raum und Räume durch. Werf es einfach auf den Teppich hier. Mach es so hier. Zerpufft einfach. Nice. Haben wir den Flur freigeräumt. Und hier sind wir im Saloon. Haben wir auch noch so ein Teil? Nein, haben wir nicht. Haben wir schon alles befreit. Sieht alles blinzend und glänzend aus. Und da wissen wir, wie wir jetzt weiterkommen. Obwohl, in dem Saloon ist noch ein Ausrufezeichen. Ich benutze aber jetzt erstmal das hier. Das soll doch hier mal reinhauen, oder? Das muss doch hier mal in den Ofen hier. Und komm. Komm schon! Nicht weggehen. Ventilator, was tust du? Mach keinen Schwachsinn. Ja, der Ventilator, das ist eine neue Herausforderung. Ja, genau so. Brennt ordentlich. Dann brenn weiter. Du brennst noch nicht gut genug. Ja, nice. Doch, brennt gut genug. Haben wir den Raum befreit. Gehen wir nochmal zurück in den Saloon. Und da war noch was. Ja, das Internet ist immer sehr hilfreich. Hilfreiches Internet. So, hier das noch wegsaugen. Ja, das dürfte nicht so schwer sein. So. Hier haben wir noch an der Decke was. Und haben wir das jetzt auch, oder? Gibt es da noch was?
Ein Saloon. Einer kurbelt sich die Decke auf, da muss irgendwas drin sein. Oder was? Ich sehe kein Spinnennetz mehr. Seht ihr ein Spinnennetz? Das Ausrufezeichen ist noch aktiv. Im Ofen oder was? Nein, ich sehe was. Ich sehe was. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Nein! Und da wollte ich nicht runter ins Labor. Kann man durch die Kabinen auch wieder zurück? Ich befürchte nein. Ich habe das letzte Spinnennetz gesehen. War sehr versteckt. Ich habe es gesehen. So, können wir ja das jetzt auch machen. Wissen wir jetzt, wie es geht. So, brennende Fackel hier. Auch die Spinnen können wir damit besiegen. Bam. Bam, 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 bam. Sehr effektiv gegen Spinnen hier. Bam. Auch ich kriege hier. Wissen wir ja aus Resident Evil 7. Dass Feuer sehr effektiv ist gegen Spinnen. Also für alle, die eine Spinnenphobie haben. Ja, wisst ihr jetzt, was ihr aktiv machen könnt gegen Spinnen. Also bitte nicht zu Hause nachmachen. Also das wäre schon ein bisschen... Ja, würde ich nicht empfehlen. Einfach ein Spinnenknäuel anzünden. Nein, Kinder. Mach's lieber nicht. Nee. Das könnte dann zu etwas katastrophalerem führen als nur Spinnen. Ja, der Raum ist auch befreit. Ordentlich. 22 von 47 Spinnenweben haben wir schon. Ja, da wartet noch ein bisschen Arbeit auf uns hier. In den Game-Echern. Da müssen wir noch ein paar Spinnenweben holen. Hier sind wir wieder im Foyer. Na den. Nochmal hoch, wo wir gerade waren. Da war noch ein Spinnennetz. Habe ich doch gesehen. Da war ich doch direkt mit der Nase dran. Am Spinnennetz. Sieht schon alles viel sauberer aus hier. Viel ordentlicher kann man fast wieder bewohnen hier. Das Haus. So. Da leuchtet das Zimmer auch auf. Haben wir was befreit. So, da waren es noch 15 andere Zimmer. So ungefähr. So, den Bommel hier. Das wissen wir doch, dass die Bommel hier uns was bringen. Und da, zieh. Aktiviert doch irgendwas. Ah, eine Treppe auf den Dachboden. Na, unbedingt. Gehen wir doch gerne auf den Dachboden oder was. Und der Dachboden muss natürlich auch von Spinnenweben befreit werden. Oha. Das ist aber aggressiv. Der kleine Wächter hier. Okay. Und da auch noch eine Spinnenwebe. Zack. Das ist auch noch frei. Kriegen wir ein bisschen Geld. Ja. Ordentlich Geld. 95. 95 Geld. Oha. Leute, ich habe Höhenangst. Sollten wir mal vermeiden, hier drüber zu gehen? Wäre vielleicht praktisch. Luigi. Kannst du mir das ersparen? Ja, hier gibt es keine Feuerquelle. Noch nicht. Zack. So. Hier ein Spinnennetz befreit. Boah, ich will hier runter. Ich hab Angst. Das finde ich nicht so toll hier oben. Auf den brecherischen, halsbrecherischen Gemälden. Quatsch, Gemälde. Ja, genau. Dach geschossen hier. Sieht doch alles hier ganz moderig aus. Kann ich das Gemälde hier irgendwie runterziehen? Runterschießen oder? Oder reicht das auch aus hier? Das Feuer. Das Bildfeuer. Mit Y vielleicht? Ja, klar. Mit Y kann man das Versteckte aktivieren, den Trug. Na, da haben wir es doch. Das Feuer. Da brennt doch ein Feuer.
Ah, zu spät reagiert. Ultimativ und jetzt. Dann. Ein Zauberfeuer. Ja, nice. Haben wir das ja auch befreit. Da ist noch ein Sandberg, den müssen wir natürlich uns holen. Den greife ich mir. Auch wenn ich hier gerne runter will. Schon beim Zuschauen kriege ich ja ein Flausgefühl im Magen. Ja. Das reicht schon bei mir. Wow, lass uns schnell hier runterkommen. Och man, Luigi. Mach schnell. Ich kann gar nicht hinschauen. Wow. Ja, runter da. Danke, Luigi. Danke. Schön. Kommen wir hier vielleicht weiter. Durch die Tür. Da war noch eine Tür. Nein, nicht hoch. Nein. Nicht. Wie war's? Hier ist noch ein Spinnennetz oder so. Ich habe was übersehen. Ja, da habe ich was übersehen. Da ist noch was. Wir müssen von der anderen Seite ran. Yeah. Und jetzt erstmal hier runter. Runter hier. 30 von 47 haben wir schon. Können wir das irgendwie wieder hochklappen oder so? Können wir das hochfahren? Hier komme ich erstmal nicht lang. Muss einen anderen Weg nehmen. Eine andere Tür. Wie wär's denn hier durch? Da waren wir auch noch nicht. Oha, die Geister schon wieder. Ist schon wieder Geisterzeit. Könnt ihr mich in Ruhe lassen? Ich muss ja was anderes machen. Ja, diesmal kann ich sie wirklich ignorieren. Das ist gut. Da komme ich von der falschen Seite hier, oder was? Hier habe ich kein brennendes Teil, was dagegen werfen kann. Schlecht. Ah, da werden wir in der Bibliothek. Ja, hier soll es auch was geben in der Bibliothek. Hier können wir auch irgendwas machen. Achso, ja, kleines Spinnenwebchen dort. Dann können wir hier das oben irgendwie aktivieren. Und weil wir kämen da ja nicht weiter. Oder wir müssen jetzt irgendwie von der anderen Seite her schleichen. Nee, das kann ich von hier aus nicht machen. Vielleicht komme ich so hier ran. Durch diese Tür hier. Mache ich einen Umweg. Draußen herum. In der Küche ist nichts. Hier gibt es keine Spinnenweben. Aber ich komme von hier aus wahrscheinlich hier. Und da ist was Pinkes. Das brauche ich aber gerade nicht. In den Westflur komme ich vielleicht. Dann so ins Land hier. Bin ich wieder in die Bibliothek. Ja gut, bin ich im Kreis gegangen. Ist natürlich auch eine Option. Ja. Jetzt kann man auch seine Zeit verbringen. Stellen wir das am nimmsten an. Hast du noch was für mich? Ja, Geld. Geld regiert die Welt. Und ich mir natürlich was ab. Und für die Spinnenweben. Sind hier draußen noch Spinnenweben? Nö. Irgendwie muss da doch einen Umweg geben. Wie wir weiterkommen. Und der rote Geist will uns aufhalten. Nix da. Über die Leiter irgendwie? Nee, nicht wirklich. Dann wären wir wieder hier im Kreis gelaufen. Ja. Passiert. Bin mir nicht ganz sicher, wie wir hier weiterkommen sollen. Ah, hier ist eine Tür. Das ist natürlich gut. Die müsste man natürlich sogar. Muss man natürlich ja freischalten. Na komm. Alle Gäste zu mir hier. Ich meine ich nicht. Ich Blaulinge. Ja, die behindern mich natürlich bei meiner Arbeit hier. Ist natürlich klar.
Na komm schon. Na komm schon. Ja, ich will nur ihr Bestes. Ja. Nur das Blaue. Nicht das Weiße, nicht der weiße Rahmen. Oh, zwei sind wieder geflohen. Nein. Nein. Mist. Ist auch so schwer, die alle auf einmal einzukriegen hier. Na komm. Na komm. Na komm, 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 na komm. Zwei sind noch. Es hapert immer an Zweien. So, ist die Tür jetzt frei. Nice. Kommen wir durch. War vorher nicht effektiv. So, können wir jetzt vielleicht weiterarbeiten hier. Als Spinnennetz-Experte. So, hier oben noch was entfernen. Vielleicht eine Fledermaus wird eingesaugt. Fledermaus. Okay. Das hier zum Brennen bringen. Jetzt wird gegrillt. Ja, wie kriege ich die da runter? Ja. Sehr klein. Ah, so. Wollte gerade sagen, ist zu klein dafür. So geht es doch auch. Ja. Brennt alles ab und wir können hindurch. Nice. Dankeschön. Ah, jetzt können wir auch das hier nehmen. Können wir ansaugen. Fledermäuse. Ah. Fledermäuse mag ich euch gar nicht. Da sind sie in den Grill geflogen. Das ist auch schön. So kann man es auch machen. So. Ist auch gemacht. Und da muss ich wohl anders ran. Da muss ich sogar saugen. So, hier einmal hoch saugen. Das ist noch ein Spinnennetz. So, hier ist auch der Bereich frei gemacht. 38 haben wir schon. Nur noch wenige. So, durch den Speisesaal. Genau, das war's. Nein, nicht den Vorhang. Das Spinnennetz. Da, nice. Okay, hier muss noch was Größeres sein. Hier sind noch ein paar Spinnennetze. Ein paar kleinere. Nein, nicht die Türstecke. Spinnennetze. Spinnennetze sind jetzt eine Aufgabe. Luigi. Hier scheint noch was zu sein. Hier scheint noch was zu sein. Scheint noch was zu wohnen. Da ist noch was. Da haben wir es. Das nächste Zimmer. 44 von 47. Na, das sieht doch schon gut aus. Und jetzt sind wir hier oben und können uns das hier greifen. Das sieht doch final aus hier. Für diesen Level. Achso, hier. Das natürlich. Feuer. Und jetzt das ansaugen. Und dran damit. Und weiter. Dann haben wir auch den Weg frei gemacht. Die Spinnennetze weggemacht. Aber das sind jetzt 45 von 47. Zwei Spinnennetze sind noch irgendwo. Mist. Mist. Und zwei kleine Spinnennetze sind hier noch irgendwo versteckt. Kacke. Irgendwo hier ist noch ein Ausrufezeichen. Muss sie auf dem Balkon sein. Übersehe ich die. Überschaue ich die einfach. Man kann die doch nicht einfach übersehen. Hallo, Luigi. Saugt mal ordentlich hier weiter. Vielleicht können die doch nicht sein. Da ist eins. Zack. Trotzdem fehlt uns noch eins. Ein Ausrufezeichen muss irgendwo noch sein auf der Karte. Finden wir das Ausrufezeichen und eliminieren wir das Spinnennetz. Dann ist es aus mit Arachnophobia. Ein kleiner Hinweis vielleicht. Ein kleiner Tipp von der Karte. Auf dem Dachboden vielleicht. Und da soll noch was sein. Okay. Kommen wir wohl dahin. Nein, hier ist nichts. Ah, hier werden wir nur gepiekst. Müssen wir irgendwie von der anderen Seite rankommen. Hier rüber. Zack. Wieder über den schwindeligen Abgrund rüber. Ich habe wohl einen Weg nicht gesehen, den wir nehmen können. Es wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen. So. Hier muss ich irgendwie weitergehen. Oha, ja. Klar, hier gibt es noch was. Da habe ich mich natürlich nicht hingetraut. Ah, da gibt es Feuer hier. Na. Rauch haben wir leider hier nicht mit an Bord.
Sonst könnten die mir einfach auch Feuer geben. Ja. Und dann war alles. Nice. 47 von 47. Spitzenklasse. Ruft der Liebe jetzt an. Ja, die Igitt ruft an. Beamt mich wieder zurück. Bitte sehr. Famos Luigi, damit sollten die Krabbern und der Spinnerei vergangen sein. Den Krabbern die Spinnerei vergangen sein. Jedenfalls haben wir fürs Erste Wichtigeres zu tun. Ich könnte nämlich den Ursprung der ganzen Spinnenplage ermitteln. Ich wuchsle dich zurück, dann erfährst du alles. Entferne alle Spinnnetze. Erlöst. Ja, wir sind erlöst. Wir haben die Aufgabe gelöst. Mission abgeschlossen. Zurück geht's. Benötigte Zeit. Genug. Gefangene Geister. Keine. Verlorene Herzen. Auch genug. Reichtümer auch genug. Zurück geht's. Gewuchselt wirst du. Ich weiß, das magst du gar nicht, Luigi, aber muss sein. Wuchsel mich zurück zum Professor. Der will uns noch was sagen. Der hat noch einen Text für uns. Der wahrscheinlich die nächste Mission betrifft. Saubere Landung, mein Lieber. Hast du mir auch ein paar Geister mitgebracht? Natürlich. Nein, habe ich nicht. Nicht einen. Reichtum habe ich mitgebracht. Und da ist der Balken gleich voll, ja. Nächstes extra. Gibt es ein extra für mich oder was? Nein, noch nicht. Fehlen mir noch ein paar Mal Reichtümer oder was? Ich habe während deiner Rennmacherrunden eine formidable Entdeckung gemacht. Ein paranormales Signal von einer unglaublichen Stärke tief im Inneren der Villa. Ich weiß ja nicht, wie es dem Paraskop so lange entwischen konnte, aber nun ja. Diese Fall steht es zweifelsfrei mit der Spinneninvasion in Verbindung. Es wird noch ein wenig dauern, bis ich den Ursprung des Signals präzise beobachtet habe. Aber sobald ich es geschafft habe, darfst du dich gleich ins Vergnügen stürzen. Freu dich schon mal. Du bist der Doc Doc. Du bist der Doc. So, Mitternachtsputz haben wir abgeschlossen. Die Wurzel des Übels. Das klingt ja sehr edel. Das werden wir aber erst im nächsten Part machen. Ja, genau. Der Wurzel des Übels, die werden wir uns erst im nächsten Part annehmen. Ja, sprechen kann ich schon nicht mehr. Wird es Zeit, dass ich aufhöre. Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergrost verpassen wollt. Ja, das übliche eben. Gehabt euch wohl und haut drinne. Habt noch eine angenehme fürstliche Zeit, einen fürstlichen Abend, eine fürstliche Nacht und haut drinne. Ciao, ciao.